Pecha Kucha bedeutet 20 Folien, für die wir jeweils 20 Sekunden haben. Ich habe da einen Pecha Kucha Timer laufen, wo wir über die digitale, hybride Schnitzeljagd etwas erzählen werden. Pecha Kucha bedeutet, da läuft ein Timecode, der mir sagt, ich habe 20 Sekunden Zeit für jede Folie und wir haben 20 Folien, mit denen wir etwas über unsere hybride Schnitzeljagd erzählen werden und wir werden das hier zu dritt miteinander machen. Ja, das ist die Daniela Wolf. Sie arbeitet an der Fachhochschule Ferdinand Porsche Fern-FH und hat mir vorher offenbart, dass sie eine Workaholic ist und außerdem ist sie eine fantastische Mitarbeiterin, weil ohne sie würde es diese hybride Schnitzeljagd überhaupt nicht geben. Danke dafür, Daniela, dass du hier bei uns bist. Das hier ist der Christian Freisleben. Christian Freisleben ist ein toller Kollege, mittlerweile fachverantwortlich für den Bereich Inverted Classroom, der ja durchaus jetzt schon einige Male gefallen ist. Und vielleicht ganz wichtig, er ist ein Meister der Improvisation. Ja, das hier ist der Wolfgang Gruber, der es mir mit seinem Kollegen ermöglicht hat, hier heute mitzumachen. Der Wolfgang Gruber ist der Fachverantwortliche für Game-Based Learning an der Fachhochschule St. Pölten und ist Vater einer kleinen Tochter. Und das noch nicht so lange. Genau. Wolfgang, was ist Game-Based Learning? Du, Game-Based Learning ist ziemlich einfach, weil spielerisches Lernen. Spielerisches Lernen ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ja. Genau. Weil wir werden uns miteinander auf Spuren machen, miteinander lernen auf dieser Reise der digitalen und hybriden Schnitzeljagd und lade schon mal herzlich ein, diesen Spuren, die wir da miteinander gelegt haben, zu folgen. Ja, und wir würden uns wünschen, wenn das Ganze so aussieht, wie Sie auch hier auf diesem Bild sehen können, wenn wir an einer dieser Stationen möglichst viele Teilnehmer finden, wenn sie miteinander interagieren, miteinander kommunizieren. Schnitzeljagd ist ursprünglich ein Geländespiel. Sie haben heute hier die Möglichkeit, das Erdgeschoss und den ersten Stock dafür zu nutzen. Genau, Wolfgang. Es wird natürlich, braucht man ja auch einen Bonus und ein Bonussystem, um das Ganze zu belohnen, Ihre ganzen Aktivitäten, die Sie heute hier setzen. Und deswegen haben wir uns überlegt, Badges für Sie zu kreieren, die Sie hier auf diesem Bild sehen. Genau, und das Ganze ist hybrid. Das heißt, jede Station ist so, dass man dort etwas analog kann mit Papier und Schreiben oder eben auch was digital machen kann. Und wir laden einfach dazu ein, diese beiden Möglichkeiten miteinander zu kombinieren. Ja, und ich habe schon erwähnt, es ist ein Geländespiel. Das Ganze wurde schon in Urzeiten gespielt, ist ursprünglich eine Verfolgungsjagd. Und in England hat man das als Hare and Hounds hauptsächlich gespielt. Heute spielen wir es hier als hybride Schnitzeljagd. Genau so ist es. Es geht um Zusammenarbeit. Eben. Zusammenarbeit ist in unseren Augen eigentlich das Wichtigste, auch im Unterricht. Und deswegen wollen wir Ihnen sozusagen mit dieser Schnitzeljagd auch zeigen, wie Sie Elemente übernehmen können für Ihren Unterricht oder wenn Sie in einer Fachabteilung so sind wie wir, das so weiterzugeben. Ja? Genau, und dazu haben wir auch eben eine Homebase geschaffen, die draußen ist, das habe ich schon vorweggenommen, interessanterweise, wo man sich eintragen kann als Teilnehmende für diese Schnitzeljagd und wo auch alle wichtigen Informationen zu finden sind und wo auch ein PC steht für Menschen, die kein Endgerät mithaben. Wie funktioniert denn das mit dem Scanner? Wie funktioniert das Ganze? Sie haben ein großes A3-Blatt, auf dem in der Regel die Instruktion jeder Station gelistet ist. Sie haben darauf zwei QR-Codes. Wir haben vorhin schon ein E-Mail ausgeschickt. Wenn Sie einen QR-Reader einfach installieren, findet man in jedem App-Store, können Sie diese Codes scannen. Gut, mit diesem Handy wird es eventuell etwas schwieriger werden. Sollen wir die Person verpetzen, die das Handy hat? Nein, das machen wir heute nicht. Aber mit diesem Handy wird es nicht gehen.
Ja, und dazu wollen wir mal überprüfen, bitte alle mal Ihr Endgerät herzeigen, was Sie natürlich in Ihrer Hosentasche haben. Jawohl, na, da gibt es noch viel mehr Menschen, die ein Endgerät haben, jawohl. Und einfach mal ausprobieren, was kann das alles und wie kann man es einsetzen? Ja, wie sind die Spielregeln? Sie haben auf diesen weißen A3-Blättern, wo die Instruktionen drauf sind, zwei QR-Codes. Einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Der QR-Code auf der linken Seite führt zu den Instruktionen, zu den Blogbeiträgen, alles, was Sie für diese Schnitzeljagd benötigen. Uns ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sozusagen Ihre Erfahrungen auch mit Ihren Kollegen, Kolleginnen auch teilen. Und uns ist ebenfalls ganz wichtig, dass Sie schummeln. Danke. Genau. Ganz was wichtig ist, es sind fast 19 Stationen. Na, 18. Danke, 18 Stationen. Es reicht vollkommen, wenn man eine macht oder auch zwei macht oder auch drei macht. Ja. Vier sind großartig und die Reihenfolge ist vollkommen egal. Ja, und Sie finden auf uns so ein ScanMe, da gibt es die Informationen, die notwendig sind, um an der Schnitzeljagd teilzunehmen. Das ist auch die linke Seite auf jedem A3-Instruktionsblatt. Gut, und als Abschluss bleibt uns zu wünschen, viel Spaß beim Ostereier suchen oder bei den Stationen suchen. Das sind meine Hasen von mir zu Hause. Danke.